Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der 42. insgesamt und der letzten im September. Ja, es ist noch September, während ich das hier aufnehme. Vielleicht ist es auch noch September, wenn ich das hier auf YouTube hochlade, das weiß ich noch nicht genau. Es ist heute auf jeden Fall der letzte Tag des Septembers, das heißt der 30. Ja, September 30 Tage, ja. Also der 30. Vielleicht schaffe ich das heute noch. Ich habe ein bisschen weitergespielt seit dem letzten Mal. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo wir beim letzten Mal am Ende waren. Ich glaube, waren wir da schon auf Diamant 5, glaube ich, im Einzel? Also auf jeden Fall bin ich jetzt auf Diamant 3. Also zumindest im Einzel bin ich ein bisschen vorangekommen, im Mannschaftskampf überhaupt nicht. Da habe ich auch weitergespielt, aber mehr als Platin 1 war bislang nicht drin. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, da kam ich einfach ziemlich schlecht voran in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Habe ich schlechte Mitspieler bekommen? Ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht bin ich selber einfach nicht so gut, wie ich gedacht habe. Aber wie gesagt, im Einzelkampf kommen wir voran. Im Mannschaftskampf nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ah, kostenlose Scherben. Und ein Gratis-Token noch. Ja, also keine Ahnung, warum das beim Mannschaftskampf gerade eben so schlecht läuft. Vielleicht bin ich auch einfach nur im Einzelkampf gut und nicht im Mannschaftskampf. Vielleicht passe ich zu wenig drauf auf, was meine Mitspieler machen. Aber wie wäre es, wenn wir einfach nicht. Oh, ich habe hier noch eine Belohnung, die ich gar nicht abgeholt habe. Gut, dass ich da noch mal reingeschaut habe. Sieh mal einer an. Dann machen wir auch gleich noch den Saison-Token auf. Legendär. Beschwöre eine zufällige Dienerkarte mit Mana-Kosten, die den Kosten der Karte mit den niedrigsten Kosten in deinem Startdeck entsprechen, außer diese Karte. Einschließlich Kopien davon. Okay. Beschwört eine zufällige Dienerkarte. Also in meinem Fall, bei meinem Deck wären das dann mit meiner Kosten von 2. Oder? Also ich müsste quasi Kosten von 2 zahlen und bekomme dafür eine zufällige Karte. Oder einen zufälligen Diener, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Es ist immer schwer zu sagen, was man dann bekommt. Also normalerweise will ich hier irgendwas geplant ausspielen. Ich meine, klar, dann bekommt man wahrscheinlich Diener, die sehr viel teurer sind. Aber wenn das dann ein Diener ist, der gerade in der Situation einfach nicht passt, dann nutzt mir das nichts. Wenn ich dann irgendwie einen Nahkampfdiener habe, zufällig einen teuren Nahkampfdiener für nur 2 Mana, klingt das erstmal toll. Aber wenn dann auf der anderen Seite fliegende Einheiten stehen, die den einfach niedermachen, dann nutzt mir das überhaupt nichts. Also ich bin nicht so für solche zufälligen Karten. Ich habe die Sache ganz selbst im Griff. Aber im Prinzip ist es keine schlechte Karte. So, jetzt spielen wir doch einfach mal ein bisschen Mannschaftskampf. Vielleicht finden wir dann raus, was bislang schief läuft in dieser Saison hier. Warum ich da so schlecht vorankomme. Ich glaube, ich habe eigentlich diese Saison fast mehr Mannschaftskampf gespielt als Einzelkampf. Und trotzdem bin ich beim Einzelkampf weiter. Das ist das Seltsame. Okay. Wie sollen wir das tun? Machen wir es mal so. Und so. Ah, ich hätte den Inkubus ausspielen sollen. Da seht ihr schon meinen ersten Fehler. Da hätte jetzt kein Kettenblitz mehr reingemusst, das hätten wir auch so geschafft. Ja, jetzt hättest du einen Kettenblitz vielleicht gebraucht, um hier diesen Angriff noch besser durchzuführen. Aber auch so haben wir jetzt, vor allem dank meines Seelendiebs, ein bisschen Schaden angerichtet. Jetzt müssen wir hier halt schauen. Na ja, gut, ich muss den betäuben. Ah, komm schon, wieso hat das jetzt hier. Ah, okay. Also der wird nicht viel Schaden anrichten. Sehr schön. Allerdings habe ich die nicht so gespielt, dass jetzt die Brücke einnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Aber mein Mitspieler macht das. Das ist gut. Ja, und die könnten jetzt tatsächlich viel Schaden anrichten. Ich versuche mal hier mit dem Scharfschützen die zu unterstützen. Das wäre gar nicht mehr nötig gewesen. Ah, jetzt Mist. Jetzt habe ich nicht das Mana für einen Kettenblitz. Da wäre jetzt ein Kettenblitz gut. Ja gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übel warten, bis wir den Verteidigungswechsler haben und dann hoffen, dass der vor dem Scharfschützen. Ja, das passt. Der kann den Scharfschützen retten. Hier unten
Wie machen wir das hier? Ja, doch, ich spiele meine Skelette dahin. Auch wenn ich sie eigentlich lieber weiter nach vorn spielen wollen würde, um die Brücke schneller einzunehmen. Aber auch okay. Jetzt können wir mal einen Kettenblitz spielen. Ja, hat ein bisschen was angerichtet zumindest. Versuchen mal. Okay. Okay, da kann ich den Seelendieb darunter spielen. Das ist ganz gut. Ah, okay, da ist schon gar nicht mehr viel übrig geblieben von diesen Leuten. Schade. Schade. Hätte ich gut gebrauchen können. Na gut, immerhin zwei hat er getötet, der Seelendieb. Könnte schlimmer sein. Drei, vier, fünf. Allerdings wird jetzt auch selbst bald sterben. Sechs. Naja. Ja, macht nichts. Macht nichts. Wir kommen hier ganz gut voran. Ich weiß nicht so richtig, was ich da tun soll. Ja, betäuben. Ah, nee, das war jetzt ein Fehler von mir. Ich habe versehentlich da nochmal Betäubungsulane hingespielt. Das hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich hier runterspielen sollen. Wobei, hier unten kommen wir jetzt auch so gut durch. Aber so viele Betäubungsulane auf einem Haufen waren wirklich nicht nötig. Trotzdem, ist es okay. Wir gewinnen diese Runde hier sowieso. Da bin ich jetzt relativ optimistisch. Also ich kann mir... Ja, gut, jetzt kommt da nochmal ein Angriff unseres Gegners. Aber nee, das darf ich nicht spielen. Das darf ich nicht spielen. Das hier kann ich spielen. Ja. Im Moment fällt es uns ein bisschen schwer, nochmal Druck zu machen. Aber ich denke, das kriegen wir früher oder später schon noch hin. Es sind nur noch 165 Punkte. 165 Schadenspunkte, die wir hier anrichten müssen. Der Seelendieb wird jetzt... ja doch, er kommt durch. Nee, er kommt nicht durch. Weil nochmal was in den Weg gespielt wurde. Nee, immer noch 165. Aber ich meine, ich habe einen Kettenblitz, der allein richtet dann schon mal 100 an. 100 Schadenspunkte und okay, es hat sich erledigt. Ja, hat sich am Ende ein bisschen hingezogen. Weil unsere Gegner es dann doch noch geschafft haben, ja, nicht direkt uns, ja doch so ein bisschen zurückzudrängen, könnte man sagen. Direkt Druck zu machen, so richtig viel Druck auf uns gemacht haben sie nicht. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber es ist ihnen gelungen, uns bis zu den Brücken, sogar ein bisschen bis hinter die Brücke zurückzudrängen. Naja, aber sie hatten einfach schon zu viel Schaden genommen, um das hier nochmal zu drehen. Ich glaube, sie hatten auch keinen Kettenblitz oder überhaupt wenig Zauber, die irgendwie Flächenschaden anrichten. Vielleicht sogar überhaupt keine Zauber, die Flächenschaden anrichten. Das ist immer... Das ist blöd. Also ich glaube, man braucht schon wenigstens einen Zauber oder irgendwas, was wirklich ordentlich Flächenschaden anrichten kann, auf große Distanz möglichst. Victory at all cost. Sollen wir... Na, das war vielleicht ein bisschen zu nah rangespielt, oder? Gut, ich spiele mal den Inkubus. Ich hoffe, dass der durchkommt bis zu der Hütte, um dann diese Fangköpfe hier schnell fertig zu machen. Na, du sollst die Hütte angreifen. Die Hütte. Nicht den Turm, die Hütte. Okay, hat ein bisschen Schaden an der Hütte angerichtet, aber längst nicht so viel, wie er eigentlich hätte sollen. Okay, das war natürlich nur eine Attrappe. Wir haben keine Brücke. Das ist nicht gut. Und auch das, was sich hier unten jetzt abspielt, ist überhaupt nicht gut. Und der heilt sich wieder. Naja, das ist überhaupt nicht gut. Nee, dieses Spiel läuft wieder gar nicht gut. Wow, die machen Druck. Das ist ja unglaublich. Ja, weil wir die Hütte nicht wegbekommen haben, weil mein blöder Inkubus meinte, er müsste den Turm angreifen statt der Hütte. Und das haben sie auch noch... Ja, ja. Okay, schauen wir mal, dass wir hier den Scharfschützen wenigstens wegbekommen. Selbst das wird schwierig, weil es ist mit einem Geist verstärkt. Und der ist auch mit dem Geist verstärkt. Ich meine, den einen Scharfschützen haben wir wegbekommen, den anderen bislang nicht. Und wir sind schon bei der Hälfte unserer Lebenspunkte.
Das wird langsam echt übel. Also der, okay, den Scharfschützen haben wir jetzt weg. Und wir haben, okay, ja, der Drache wird jetzt unsere beiden Betäubungsulane umbringen. Das ist schade, aber lässt sich jetzt nicht vermeiden. Was machen wir mit diesem Typen hier? Das ist jetzt die große Frage. Ah, Mist, ich habe auf das Skelett nicht aufgepasst da hinten. Das ist ganz, ganz blöd. Es sind noch viele weitere Skelette, auf die ich eigentlich auch aufpassen müsste. Wenn ich jetzt den... Ich kriege den Verteidigungshäcksler leider nicht rechtzeitig raus, um die hier zu betäuben. Und wir sind schon unter 1000 Lebenspunkte und der ist auch noch unverwundbar. So dass wir nicht mal Schaden auf der Gegenseite anrichten können. Das sieht ganz, ganz, ganz mies aus für uns. Und ich habe zu lange gezögert mit dem Kettenblitz. Den hätte ich schneller auf Bara spielen müssen. Jetzt haben wir da Bara gegen uns. Ich kann da im Moment nichts dagegen tun, dass da Bara steht. Okay, okay. Versuchen wir das mal so zu machen. Okay, diesmal... Oh Mist, ich hätte gehofft, dass er wirklich noch auf diese beiden... auf diese beiden Scharfschützen losgeht, aber das hat auch nicht mehr funktioniert. Ja gut, wir müssen irgendwas tun. Ich spiele auch viel zu lahmarschig hier im Moment. Ich sollte weniger kommentieren und mehr spielen. Naja, hat sich erledigt. Das habe ich echt nicht gut gespielt. Aber unser Gegner war auch... Ja, der war uns von Anfang an überlegen. Na gut. Aber in diesem Fall, ja, in diesem Fall muss ich jetzt nicht lange danach fragen, warum wir das hier verloren haben. Also, ja. Da habe ich keine gute Figur abgegeben. Okay, diesmal konzentrierter spielen. Auch auf die Gefahr hin, dass dann die Kommentare etwas weniger werden. Gut, also wenn du nicht spielst, dann spiele ich jetzt eben schnell was. Was machen wir mit diesem Typen hier? Dann machen wir erstmal das hier hin. Ah, leider wird der Inkubus... Ja, er wird nicht mal getötet, aber jetzt wird er getötet. Ne. Wow, der lebt noch. Irgendwie, wie kann das sein, dass der noch lebt? Ich habe gar nicht aufgepasst, was da unten passiert ist. Ich habe die Sache als erledigt betrachtet. Okay, machen wir da gleich nochmal ein paar mehr Drohnen hin, damit wir diesen Typen möglichst schnell wegbekommen. Oh, und betäubt. Und jetzt werden sie ja gleich auch noch abdrehen. Ah, aber wir haben den eigenen Tower Brutus. So heißt er doch, oder? Habe ich echt mal den Namen gewusst? Okay, den Succubus sollten wir eigentlich wegbekommen. Wir haben da genug Fernkämpfer stehen. Machen wir das mal so. Der sollte da jetzt nicht zu lange aushalten gegen unsere Scharfschützen. Und jetzt ist Bara auch noch da. Komm schon, schieß endlich, schieß endlich, schieß endlich. Ja, Bara ist jetzt allerdings schon schwer verletzt. Da nochmal ein bisschen Schaden anrichten. Ja, im Moment sieht es gut aus für uns. Wir haben beide Brücken, wir haben mehr Schaden angerichtet als unser Gegner. Und wenn ich jetzt hier den Scharfschützen vielleicht noch retten könnte, dann wäre das ganz super. Der Koloss kommt auch auf diese Brücke. Okay, dann ist der Scharfschütze am Arsch. Da kann man nichts machen. Ja, ich bräuchte jetzt eine fliegende Einheit, die habe ich jetzt gerade nicht. Da habe ich jetzt eine fliegende Einheit. Betäubungsulane wäre natürlich auch ziemlich cool. Habe ich jetzt aber auch nicht im Moment. Ah, doch, da. Natürlich habe ich sie. Oh, verdammt nochmal. Wieso haben die diesmal so lange gebraucht? Normalerweise können die den immer betäuben, weil sie schneller angreifen als er. Diesmal hat er sie einfach mit einem Schlag weggehauen. Wieso war das so? Ich habe die doch schon 100 Mal gegen so einen Typen eingesetzt und jedes Mal waren sie schneller als er.
Vielleicht weil er schon irgendwie ausgeholt hatte zum Schlag gegen den Turm und sich dann umgedreht hat. Hier haben wir jetzt echte Probleme hier hinten. Wir hatten zwar schon viel Schaden angerichtet bei unserem Gegner, aber jetzt richtet er noch mehr bei uns an. Gut, immerhin den Typen konnte ich wegbekommen. Jetzt sieht es nicht mehr so gut aus für uns. Naja, also wir sind immer noch in Führung, aber nur noch recht knapp. Oh fuck, da ist schon wieder so ein Skelett. Also ich versuche mal hier zu verteidigen, während unser Mitspieler hier versucht anzugreifen. Und ich verteidige nicht mal so übel, würde ich sagen. Jetzt schaffe ich sogar mit meinem Inkubus selbst zum Angriff überzugehen. Ah, Mist, 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 Mist. Ja, nee, das hat nicht gereicht. Ich bin nicht durchgekommen. Verdammt, den hätte ich jetzt vielleicht nicht da hinsetzen sollen. Wobei doch die Skelette gehen sowieso nicht auf den Verteidigungshäcksler, sondern erstmal da drauf. Ja, jetzt allerdings werden sie am Verteidigungshäcksler zerstellen. Wir müssen irgendwie noch ein paar Schadenspunkte anrichten. 450. Dann können wir jetzt mal schnell einen Kettenblitz reinschicken. Ja, das hat ganz gut gewirkt. Wir haben nochmal 100 Schaden angerichtet. Ah, der geht jetzt natürlich auch zuerst auf den Terror Brutus. Das ist das Bescheuerste, was er machen könnte. Na gut, jetzt hat er sich umentschieden. Das war klug. Okay, schön und gut. Wir können... Ich schicke jetzt einfach mal den Inkubus darüber. Und dann warte ich, bis die hier auf einer Linie sind möglichst, damit ich hier den Drachen reinschicken kann. Okay, ich... Mach's doch lieber gleich. Ich glaube, wir haben jetzt schon gewonnen eigentlich, ja. Ja. Weil der Typ mit seinem Rammburg durchgekommen ist. Haben wir den Drachen eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Aber auch gut. Ja, das hat uns jetzt mehr Mühe gekostet, als es eigentlich hätte sollen. Nachdem wir ziemlich gut angefangen haben. Unsere Gegner sehr schnell sehr viele Lebenspunkte gekostet haben. Und dann plötzlich ging's bergab. Naja. Also im Grunde war es nur ein wirklich starker Angriff unseres Gegners, der uns da so viele Lebenspunkte gekostet hat und dafür gesorgt hat, dass wir da fast noch umgekippt wären. Aber hat schon gegen Ende, hat er dann plötzlich erstaunlich viele Einheiten gespielt und erstaunlich viele starke Einheiten. Ich weiß nicht, wie er diese plötzlich bekommen hat. Victory at all cost. Ja, vielleicht kam es mir auch nur so vor. Wahrscheinlich kam es mir nur so vor. Ah, das mit den Schutzschilden hasse ich immer. Weil dann ist auch der Scharfschütze relativ nutzlos gegen solche kleinen Typen, wenn sie mal ein Schutzschild haben. Weil er kann ja nur schnell schießen, schnell wieder nachladen und schießen, wenn er tötet mit seinen Schüssen. Und wenn er das eben nicht kann, dann braucht er da ewig. Na gut, spielen wir ihn trotzdem mal wieder hin. Den Scharfschützen. Oh je, ich bräuchte den Verteidigungshäcksler, bitte schneller, schneller. Ich habe noch nicht genug Mana, ich habe nicht genug Mana. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, zu spät. Ich konnte den Scharfschützen leider nicht retten. Na schön. Wie machen wir das hier jetzt? Ja gut, der wird jetzt auch so sterben. Das ist okay. Dann können wir mal den Inkubus
spielen gegen diese Fernkämpfer, obwohl die jetzt dann nicht unbedingt nötig gewesen wären, aber was soll's. Ah, Mist, so einer mit Flächenangriff. Oh, der ist schon tot. Hm, sieh mal einer an. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Sollen wir die betäuben, das Skelett da drüben, oder? Nee, machen wir das mal einfach so. Das geht auch so, ja. Gehen wir gut hin. Der Inkubus ist unverletzt und durchgekommen. Bis jetzt zumindest. Mit dem Fernkämpfer, ja, Mist. Der ist tatsächlich als recht schnell gestorben gegen diesen Fernkämpfer hier. Ich dachte, damit würde er fertig werden, aber ist er nicht. Ja, die haben wieder alle Schutzschilde, oder fast alle zumindest. Aber wenigstens habe ich jetzt die Schutzschilde los. Okay, mal schauen, was die jetzt hier so anrichten. Nicht sehr viel wahrscheinlich. Ah, so übel war es gar nicht. Gut, da drüben müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das erledigen. Das Ding ist rasend, okay. Der müsste mit einem Schuss sterben, oder? Ja, sehr schön. Der stirbt nicht mit einem Schuss, aber stirbt dann trotzdem sehr bald. Das ist nicht gut. Den muss ich betäuben. Ah, ich hätte den Verteidigungshexer spielen sollen. Aber okay, geht jetzt auch so. Spielen wir einfach mal das hier. Irgendwas muss ich spielen. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Hätte natürlich auch versuchen können. Einfach mal dieses blöde Ding weg. Noch ein bisschen Schaden verursacht bei unserem Gegner. Oh Mist, Ah Mist, da ist ja schon wieder einer mit Flächenangriff dahinter. Ah gut, wir haben es schon geschafft. Ja, das war jetzt nicht ganz so anspruchsvoll. Da waren wir jetzt zu keiner Zeit wirklich gefährdet, würde ich sagen. Wir haben mindestens mal sehr gut verteidigt, nicht immer gut angegriffen, aber gut genug auf jeden Fall. Und tatsächlich sind wir jetzt Diamant 5, also heute kommen wir doch so ein bisschen voran wenigstens. 3 Siege und eine Niederlage bislang, allerdings noch keine Siegesserie bisher gehabt. Die könnten wir jetzt bekommen, falls wir das nächste Spiel gewinnen. Wäre schön. Ja, mir ist im Mannschaftskampf, und auch das ist ein Grund dafür, dass ich eben nicht vorangekommen bin, im Mannschaftskampf so gut wie gar keine Siegesserie mehr gelungen in letzter Zeit. Ich hatte immer mal wieder 2 Siege hintereinander und dann aber eben wieder eine Niederlage. Und auf diese Weise kommt man halt nur sehr, sehr langsam voran. Man braucht echt die Siegesserien, um hier einigermaßen durchzukommen. Ich meine, das wisst ihr selbst. Dass man ohne Siegesserien ewig braucht, um hier die Ränge hochzuklettern. Ah, schade, dass ich jetzt keinen Inkubus habe. Ja gut, ich meine, die würde ich quasi in den sicheren Tod schicken, wenn ich sie jetzt da hinschicke. Machen wir es mal so. Geht einer wenigstens da noch rüber. Ah, das hat jetzt gut geklappt, weil dieser eine hier noch rechtzeitig rausgekommen ist, dass sich der Blitz fortpflanzen konnte. Sollen wir mal das hier hinstellen? Nutzt das hier was? Bin nicht sicher, ob das das Richtige ist in dieser Situation, aber doch, 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 ich glaube schon. Ich habe immer noch nicht den Inkubus bekommen. Der wäre hier ideal gewesen, aber nope. Jetzt ist die Situation auch schon wieder vorbei. 20 Schaden hat unser Gegner angerichtet, damit können wir umgehen. Allerdings haben wir auch nicht viel mehr Schaden angerichtet bei ihm. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir mit dem da fertig werden. Ja, eigentlich bräuchte ich dafür die Betäubungs-Ulane, um mit ihm fertig zu werden, aber die musste ich jetzt hier drüben einsetzen. Wenn ich einen Verteidigungshexler stattdessen hier hätte spielen können, dann wäre es gut gewesen, aber ich hatte keinen. Gut, mit dem werden wir jetzt auch so fertig.
haben genügend Fernkämpfer. Ah, leider werden die jetzt abgeschossen. Jetzt schieß endlich. Na also. Na also, unser Scharfschütze rettet den Tag. Jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Oh, da hat sich zwischenzeitlich wieder geheilt, der Typ. Das ist nicht nett. Ah, oh, Mist, jetzt geht mein... Mein Seelendieb hier weitestgehend ins Leere, den hatte ich eigentlich gegen die Werwölfe geschickt, aber ist okay, wir kommen zurecht. Und Bara mal kurz ein bisschen betäuben und schon mal ein bisschen Schaden bei ihm anrichten, das ist immer gut. Jetzt mal schnell hier zur Unterstützung. Ah, Mist. Ja, okay, okay. Ich dachte, der wollte da seinen Zauber hier spielen, dieses Schicksalsrad. Das wäre gut gewesen, damit Bara zu erwischen und vielleicht auch noch näher. Die Hütte hat er jetzt verfehlt. Das ist blöd. Da hätte er ein bisschen früher spielen müssen, dann hätte er vielleicht beides erwischen können. Aber gut, Hauptsache ist, dass Bara weg ist erstmal. Jetzt habe ich auch den Inkubus, den kann ich jetzt mal darüber setzen. Er hat sogar hier noch die Hütte ein bisschen betäubt, das macht es jetzt noch viel leichter. Also von der Hütte wird jetzt nicht mehr viel übrig bleiben. Allerdings, der Succubus hier, der heizt uns jetzt ordentlich ein. Diese beiden Typen hier hingegen waren kein Problem. Ja, und mein Inkubus geht nicht auf den Succubus, seltsamerweise. Doch, jetzt, aber jetzt ist er dafür tot. Na toll. Scharfschütze. Ich hoffe, der Scharfschütze geht zuerst auf den Succubus. Müsste er eigentlich. Ja, und da ist der Succubus auch schon weg. Oh, Mist. Der Vernichter steht dahinter. Immerhin. Immerhin den einen haben wir weggekriegt. Was machen wir gegen den da? Ja. Ist nicht unbedingt das Tollste, aber passt schon. Ja, mit Bara sind wir auch ganz gut fertig geworden. Es ist okay soweit. Und mein Seelendieb hat 7 Leute getötet. Das ist sehr, sehr gut. 10 Leute getötet. Und den Succubus ist jetzt gleich noch erledigt, bevor der irgendwas tun konnte. Allerdings habe ich jetzt nicht auf meinen Scharfschützen aufgepasst, weil ich ein Idiot bin. Aber, mein Gott. Ich bin es gewohnt, ein Idiot zu sein und kann solche Fehler auch wieder ausbügeln. Spielen wir doch einfach gleich mal den Drachen, oder? Ja, wieso eigentlich nicht? Ja gut, da standen jetzt keine Einheiten auf seiner Giftspur, das ist ein bisschen blöd, aber macht jetzt auch nicht mehr viel. Dieses Spiel werden wir höchstwahrscheinlich gewinnen, selbst wenn der Drache jetzt nicht wahnsinnig viel hilft. Aber er hilft. Ja, ja, das reicht dann auch schon. Ach, 10 Punkte. Okay, mit einem Schuss von unserem Mitspieler hier konnten wir das erledigen. Also haben wir jetzt tatsächlich eine Siegesserie. Und ja, damit stimmt jetzt meine Behauptung natürlich nicht mehr, dass wir im Mannschaftskampf überhaupt nicht vorankommen würden. Aber ja, also bislang, in der Zeit, in der ich jetzt ohne aufzunehmen gespielt habe, war es so, dass ich wirklich stundenlang gespielt habe, ohne wirklich vorwärts zu kommen. Also ich meine, so viele Stunden habe ich jetzt auch nicht gespielt seit der letzten Aufnahme, aber schon, waren schon einige Partien. Und der Erfolg war sehr überschaubar, sagen wir es mal so. Gut, dann würde ich sagen, jetzt spielen wir noch so lange, bis wir mal ein Spiel verlieren. Und dann wechseln wir nochmal zum Einzelkampf, falls dann überhaupt noch Zeit ist. Jetzt haben wir immerhin schon 5 Partien gespielt, aber ja gut, ich meine, ich werde wahrscheinlich früher oder später eine verlieren. So lange wird es nicht mehr dauern. Wird uns wohl kaum passieren, dass wir jetzt die nächsten 5 Spiele in Folge alle gewinnen im Mannschaftskampf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Welcome to Minion Masters! Okay, schauen wir mal. Ich habe jetzt nicht die Karten, die ich normalerweise spielen will, um hier die Brücken einzunehmen. Das ist jetzt blöd. Also ich habe nichts. Da muss ich... Ja gut, ich muss irgendwas spielen und ich spiele jetzt eben... Ach, ich habe immer noch keine Karten für die Brücken. Das ist ja unglaublich. Und ich habe auch nichts... Der hat jetzt was Unsichtbares gespielt. Und ich habe auch nichts dagegen. Blöderweise.
Jetzt habe ich was für die Brücken. Jetzt habe ich was für die Brücken, aber jetzt ist es zu spät dazu. Das ist der Scheiß. Ja gut, da habe ich jetzt den Attentäter mit erwischt. Deswegen habe ich den Blitz gespielt, weil ich wusste, dass der Attentäter noch da ist. Für diese schwächlichen Einheiten, da hatte ich den nicht gespielt. Aber wieso hast du da jetzt den Scharfschützen hingespielt? Naja, was soll's. Ah, da hätte ich doch leichter die Armbrustschützen gespielt, oder hatte ich die überhaupt noch? Hatte ich die überhaupt schon auf der Hand? Ja, ich weiß gar nicht. Egal. Denken wir weniger darüber nach, was wir alles hätten spielen sollen. Denken wir mehr darüber nach, was wir jetzt spielen werden. Ich weiß nicht so richtig, was der hier hilft. Dieser Typ mit dem Dudelsack. Ich glaube nicht besonders viel. Ich meine, ja, er zieht die Gegner auf sich, das ist mir schon klar, aber... Hilft uns das jetzt was, dass der Gegner auf sich zieht? Wir haben keine Brücke. Ja, jetzt ist der Typ auch noch verflucht. Das macht es jetzt nicht leichter für uns. Ich versuche mal die andere Brücke wenigstens anzunehmen. Die hier lassen wir jetzt erstmal kommen, würde ich sagen. Da ist schon wieder ein Attentäter, das ist beschissen. Der wird wahrscheinlich meine Scharfschützen angreifen. Und ich kann im Moment nichts dagegen tun. Bitte mach dich unsichtbar, mach dich unsichtbar. Oh, okay, okay, er hat nicht den Scharfschützen angegriffen, das ist schon mal was. Das ist jetzt ein bisschen ein gewagter Angriff. Der wird womöglich sehr, sehr schnell getötet, dieser Inkubus. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dass das nicht sehr effektiv war. Oh nein, was habe ich denn da gemacht? Ich habe das falsch gespielt, diesen... Habe ich den überhaupt gespielt? Doch, das war schon ich. Ja, das kann ich niemand anderem anlisten. Das war mein Fehler. Oh Mist. Okay, das wird jetzt etwas bedrohlich hier unten. Okay, wir haben das nochmal hingekriegt. Durch das, was... Also durch diesen Vernichter hier, den unser Mitspieler gespielt hat, vor allem. Shit. Aber hier. Ha. Damit hat der Attentäter nicht gerechnet. Oh. Er ist tot. Unser Verteidigungshäcksler. Das ging schnell. Wie machen wir das jetzt hier? Betäubungsulane wären vielleicht ganz gut. Ja, der Scharfschütze wird jetzt unsere Betäubungsulane angehen. Das ist blöd. Lässt sich aber im Moment nicht verhindern. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich hatte nicht aufgepasst. Ja, das sieht schlecht aus für uns. Das sieht nach einer Niederlage aus. Ich meine, wir machen es unserem Gegner zumindest nicht allzu leicht, hier zu gewinnen, aber wir haben auch wenig Chancen, ihn zu besiegen. Ich habe es bislang nicht geschafft, hier ordentlich Druck zu machen. Und da hätte ich jetzt doch lieber den Verteidigungshäcksler nach vorn spielen sollen. Wahrscheinlich. Okay, wir konnten uns da nochmal so ein bisschen befreien. Aber nee, das hat nicht mehr gereicht. Ja, das war, und wenn man sieht, wie viele Lebenspunkte unser Gegner noch hat, dann hatten wir da echt keine Chance. Also, da haben wir keine gute Partie geliefert. Lag das an mir? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe diesmal nicht allzu viele riesengroße Fehler gemacht eigentlich.
Ich weiß nicht, was es hilft, immer wieder diesen großen, fetten Dudelsack-Typen zu spielen, vor allem wenn er dann von Geistern eingenommen und gegen uns eingesetzt wird. Also. Ja, ich will jetzt auch nicht direkt meinem Mitspieler die Schuld geben, aber ich hätte das nicht so gespielt, auf jeden Fall. Ich hätte sowieso diesen fetten Typen nicht in mein Deck aufgenommen, aber ja, gut. Also hat uns jedenfalls nichts genutzt. Ja, gut, dann haben wir auch schon die Niederlage, die wir haben wollten. Immerhin, auf Diamant 5 sind wir gekommen. Das ist besser als gar nichts. Dann schauen wir uns jetzt nochmal den Einzelkampf an. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die letzte Runde verloren oder gewonnen habe. Ob wir eine Chance haben, eine Siegesserie bald zu bekommen. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich meine, zunächst mal müssen wir sowieso erstmal ein Spiel gewinnen, um überhaupt eine Siegesserie bekommen zu können. Solange wir das nicht haben, macht es sowieso keinen Sinn, darüber nachzudenken. Let's duel. Ah, Mist, ich habe gerade... Das muss doch eine Attrappe sein, oder? Ja, okay. Ah, jetzt habe ich die so falsch gespielt, dass ich keine einzige Brücke bekomme. Toll, 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 toll. Und ich habe wieder... Ich will mich nicht so viel beschweren, aber... Ich habe echt genug billige Karten eigentlich auf in meinem Deck. Und trotzdem bekam ich jetzt hier mal wieder keine, die ich gebrauchen konnte. Ja, und der Scharfschütze ist es natürlich gleich hinüber. Ja, normalerweise hätte ich auch zuerst billige Einheiten gespielt. Das war eigentlich der Plan. Aber ich hatte eben die billigen Einheiten nicht auf der Hand. Also, was soll man machen? Und der ist jetzt keine Attrappe. Der ist eine Attrappe, okay. Ja, das hat uns jetzt sehr, sehr viele Lebenspunkte gekostet. Das war halt auch nicht optimal. Also normalerweise sollte man sowas ausgleichen können, auch wenn man am Anfang ein bisschen Pech mit den Karten hat. Aber wenn man halt einen Spieler hat, der selbst ziemlich gut spielt und diesen Mangel ausnutzen kann, diese kurze Schwäche, dann ist das halt ziemlich schwer. Trotzdem haben wir uns jetzt ja wieder recht gut erholt, muss ich sagen. Würde ich sagen zumindest. Hoffentlich nehmen die jetzt die Brücke ein. Sollten sie eigentlich. Ja, tun sie auch. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Da haben wir jetzt... Ah, war nur eine Attrappe, okay. Das geht dann ja noch. Er hätte lieber beide auf einen Gegner gehen sollen, anstatt euch jetzt zu verteilen. Ja, also auf jeden Fall, unser Gegner ist schon mal unter 1000 Punkten. Oh, Mist, er hat die Brücken angezündet. Trotzdem, unser Inkubus kommt noch irgendwie durch, aber naja, das wird jetzt nicht mehr reichen. Soll ich jetzt nochmal... Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir spielen erstmal hier. Gut, dann spielen wir das hier rüber. Spielen da noch einen Scharfschützen hin. Jetzt kann er sich nicht mehr so viel erlauben. Und dieser Scharfschütze hier von ihm wird drauf gehen. Naja, das war's dann. Das war's dann, denke ich. Weil unser Scharfschütze ist noch da. Der braucht nicht mehr viel. Ja, das war's. Oh! Oh, nein, er hat's geschafft. 15 Lebenspunkte vor Schluss, aber ich meine, ich habe einen Kettenblitz. Ich habe noch für eine Sekunde überlegt, soll ich jetzt wirklich den Kettenblitz reinschicken oder soll ich noch versuchen, das irgendwie anders zu lösen. Also nicht, dass es Sinn gemacht hätte, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude, aber ist dann doch ein bisschen blöd. Man weiß ja nie, was noch passiert. Am Ende hätte er mich doch noch geschlagen, weil ich den Kettenblitz nicht benutzt habe. Das wäre ja Schwachsinn gewesen. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wie viele Punkte haben wir bekommen für diesen Sieg? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass das jetzt schon eine Siegesserie war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Schauen wir einfach, ob wir nochmal ein Spiel gewinnen. Ja, da können wir gleich mal mit dem Seelendieb anfangen.
What was that? So ganz ideal ist es vielleicht nicht, weil ich brauche halt auch mal was, um die Brücken einzunehmen, insofern. Und der wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schnell getötet, oder? Nee, ich dachte, er würde jetzt irgendwelche Farmkämpfer bringen, um den schnell abzuschießen, aber nee, hat er nicht gemacht. Wieso nicht, weiß ich nicht. Oh je, das hat jetzt aber ordentlich Schaden angerichtet. Da war ich ein bisschen zu unvorsichtig. Ich hoffe, dass ich da jetzt die Brücken einnehmen kann damit. Ja, hat gerade so geklappt mit viel Glück. Mehr habe ich jetzt sowieso nicht erwartet von den beiden. Jetzt warten wir einfach ab. Ich habe jetzt Zeit. Ja, genau darauf haben wir gewartet. Ah, das hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das erhofft hatte, aber es klappt trotzdem noch. Oh je, jetzt klappt es nicht mehr. Ja, bei dem Vernichter bin ich auch oft ein bisschen hilflos, da weiß ich nicht so richtig, was ich tun soll. Den Fall hatten wir jetzt auch schon öfter mal. Ja, und auch das hat nichts genutzt. Okay, jetzt betäuben wir den Vernichter einfach mal schnell. Bevor wir hier noch mehr Schaden nehmen. Oh, wir nehmen viel, viel Schaden. Wir nehmen sehr, sehr viel Schaden. Das ist überhaupt nicht gut. Und wir haben selbst noch sehr, sehr wenig Schaden angerichtet. Ja, das war zu erwarten, dass er das machen würde. Ich bekomme sie nicht schnell genug weg. Es läuft nicht gut. Das wird wohl eine Niederlage werden. Und eine verdiente. Oh Mist, der wird jetzt meinen Zielen platt machen. Ja, das war natürlich jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Aber ich kann jetzt auch wenig dagegen tun, ehrlich gesagt. Ich komme nicht an ihn ran, an diesen Typen hier. Insofern kann ich ihn auch nicht... Ja, und die Skelette gegen den Inkubus einzusetzen, ist eine... war eine... Ja, eine ganz, ganz miese Idee. Ich habe Panik bekommen, keine Ahnung. Ich hätte jetzt aber auch nicht spielen können, um das hier noch mal rumzureißen. Also das, selbst wenn ich als glücklicher agiert hätte am Ende, das wäre verloren gegangen. Die Energie, die ich jetzt allein da hätte reinstecken müssen, diesen einen fliegenden Typen, der die Schwerter wirft oder was auch immer das sein soll, wegzubekommen. Das war schon zu viel für mich. Also da hätte ich dann auf der anderen Seite, auf der anderen Brücke, nichts mehr tun können und... Naja, ich meine, ihr seht ja, wie es ausgegangen ist. Ohnehin. Aber ich meine, wie gesagt, also selbst wenn ich da irgendwie besser gespielt hätte, das hätte ich am Ende nicht mehr umdrehen können. Also sollen wir jetzt nochmal zum Mannschaftskampf überwechseln oder bleiben wir beim Einzel? Also jetzt haben wir jedenfalls keine Siegesserie mehr, so viel ist klar. Bei keinem von beiden. Aber ich glaube, beim Mannschaftskampf, wir hatten da noch eine... Ja genau, wir haben hier gewinne 10 Mannschaftsspiele. Und uns fehlt gerade noch eins. Also, ja gut, diesen Gebäudekartenauftrag, den werde ich wohl nicht so bald erledigen können. Weil ich keine Gebäude in meinem Deck habe. Ich will es jetzt auch nicht extra umstellen, um Gebäude reinzunehmen. Na, wobei, mal sehen. Aber diesen Auftrag hier, den könnten wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Also schauen wir einfach, dass wir noch ein Mannschaftsspiel gewinnen. Das wird uns wohl doch irgendwie gelingen in dieser Episode hier. Hoffe ich mal. Wie viele Spiele haben wir jetzt insgesamt schon gespielt? Ach, wobei, wir sind, glaube ich, jetzt schon bei relativ vielen. Ich glaube, wir hatten 6 Mannschaftsspiele und 2 Einzel. Das heißt, wir sind bei 8, wenn ich das noch richtig zusammengerechnet habe. Also, allzu viele will ich jetzt eigentlich nicht mehr spielen, aber einen Sieg, einen Mannschaftssieg, den müssen wir jetzt schon noch hinkriegen.
Throw down those cards! You all serve me in the end. Okay, die greifen schnell an. Sollen wir da noch irgendwie was dazu spielen? Ja, wieso nicht? Okay, was machen wir gegen diesen Succubus? Ich würde sagen, wir warten, bis er unseren Turm angreift und dann betäuben wir ihn. Ja, das war ganz gut soweit. Hoffentlich kommen die Betäubungsplaner jetzt auch noch mit dem da zurecht. Das wäre... Oh Mist, nein, nein, gerade in dem Moment, als ich... Oh. Manchmal hat man aber auch einfach Pech. Da drüben jetzt. Der scheint überhaupt keinen Schaden zu nehmen, praktisch. Unser gegnerischer Terror Brutus. Oh mein, bitte mach dich unsichtbar. Ja, ja, sehr gut. Okay. Schnell denn, schnell denn. Oh nein. Oh nein, wieso habe ich da jetzt die Skelette hingespielt? Das war doch völlig unnötig. Wir haben immer noch nicht den Terror Brutus weg. Verdammt nochmal. Toll. Na gut, immerhin, wir haben beide Brücken. Sehen wir es mal positiv. Aber es sieht bislang nicht wirklich gut aus für uns. Das hier jetzt allerdings könnte uns... Oh, bitte, bitte nicht die Typen töten, bevor... Oh nein. Die hätte ich gut gebrauchen können für meinen Seelendieb. Das war das ideale Seelendieb-Futter, aber nein. Unser Mitspieler musste sie alle töten. Und jetzt ist mein Seelendieb da mit nur einem einzigen Kill und hat natürlich überhaupt keine Chance. Ja, das sieht jetzt ganz, ganz schlecht aus. Okay, machen wir eben die beiden Bogenschützen an. Schauen wir mal. Okay, die Brücken hätte ich jetzt gar nicht einnehmen müssen. Das Mist, was mache ich jetzt da? Verteidigungshexler und die direkt dahinter, das ist ein bisschen blöd für uns. Schauen wir, dass wir erstmal den Succubus wegbekommen. Okay, wir sind aber schon unter 1000 Lebenspunkte, das sieht wieder mal nicht gut aus. Immerhin, unser Seelendieb ist verstärkt worden. Und richtet jetzt hier mal ordentlich Schaden an. Oh je, ich bräuchte dringend was zum Betäuben, aber ich habe nichts. Das wird nichts, wir sterben. Ja, nee, dagegen können wir nichts tun. Ja, wir waren unterlegen, was soll ich sagen? Aber wenigstens einen Sieg bräuchten wir jetzt schon noch, also das
Das kann doch nicht so schwer sein. Wenn wir jetzt nochmal verlieren, dann sind wir wieder auf Platin 1. Und dann ist genau der Fall eingetreten, den ich gemeint habe, nämlich, dass ich beim Mannschaftskampf einfach nicht weiterkomme zurzeit. Jetzt hatte ich mal eine Siegesserie und dachte, jetzt kommen wir doch ein bisschen voran, aber wenn wir jetzt wieder verlieren, dann sind wir fast wieder da, wo wir angefangen haben. Ein bisschen, ein paar Punkte drüber noch, aber ich meine, wer weiß, wie viele Spiele ich noch verliere. Auf der anderen Seite, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen optimistischer rangehen und sagen, jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Könnten zumindest so tun, als wären wir optimistisch. Also gut. Okay, ich weiß nicht, warum er jetzt schon zwei Betäubungsolane gespielt hat. Aber okay. Schnell, mach, geh auf die Drohnen, sonst stupst du. Oh nein, er ist auf die Drohnen gegangen. Er wird wahrscheinlich nicht so lange überleben. Nee, leider. Leider nicht, aber mein Gott, was soll's. Ach, der hat schon einen weiteren Verteidigungshexler dahin gespielt, da hätte ich meine Drohne gar nicht gebraucht. Das war sogar blöd, weil die werden sterben, wenn dieser Typ hier explodiert. Ja, sind alle gestorben. Außer dem Verteidigungshexler natürlich. Und da jetzt einen Inkubus direkt vor den Verteidigungshexler hinzuspielen, war nicht das Intelligenteste, aber... na gut. Oh, okay. Auch gut. Ja, von den Skeletten wird nicht sehr viel übrig bleiben. Ja, da hätte er jetzt eigentlich gar keine Schwertkämpfe hinspielen müssen. Zumindest jetzt noch nicht. Er hätte noch warten können, bis mein... Ja, okay. Gut, mein Scharfschütze hat sich erledigt. Insofern war es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja gut, wir brauchen irgendwas. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Insofern... machen wir das mal so. Jetzt haben wir hier zwei Seelendiebe. Ich spiele mal noch einen Inkubus mit dazu rein. Ah, auf die falsche Seite gespielt, leider. Ja. Ich habe jetzt hier den Kettenblitz eingesetzt, genauso wie mein Mitspieler auch. Weil ich wollte, dass der Seelendieb da ein bisschen Schaden anrichtet. Hat er auch. Nicht ganz so viel, wie ich wollte, aber trotzdem immer noch einiges. Ja, da könnte ich jetzt eigentlich gut meinen Verteidigungshexler einsetzen, aber mein Mitspieler hat das schon gemacht. Insofern... soll ich hier noch... Ich brauche da eigentlich gar keine Verteidigungshexler im Moment. Jetzt spielen wir mal die hier in die Skelette. Einfach als Deckung für unsere Fernkämpfer, die ich jetzt einsetzen werde, um diesen Typen hier zu erledigen. Okay, hat... Oh nein! Oh nein, das wird jetzt... Ah, die werden jetzt alle sterben. Na. Schade. Was haben wir da? Ja, das ist jetzt nicht so... nicht so wahnsinnig bedrohlich. Wir können hier sogar noch einen Seelendieb hinspielen. Der kann hier noch ein bisschen unterstützen. Ah, leider wird er jetzt bald sterben, aber er hat immerhin ordentlich Schaden angerichtet. Unter den gegnerischen Einheiten. Ah, Mist, ich weiß gerade eben nicht, was ich dagegen spielen soll. Okay, machen wir das mal so und so und so. Und dann weiß ich gerade eben nicht weiter. Ja, das sieht jetzt schon wieder nicht gut aus.
Wir sind im Rückstand jetzt inzwischen sogar. Ja, allerdings nicht mehr sehr viel. Vielleicht kann unser... Ah, nee. Der wird hier nichts mehr anrichten können. Der Inkubus. Konnte immer noch die Skelette vernichten. Das ist besser als gar nichts, aber... Trotzdem nicht ganz das, was ich haben wollte. Oh, shit. Jetzt müssen wir echt aufpassen da hinten. Und unser Gegner hat jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viele Lebenspunkte. Insofern könnten wir das nochmal drehen. Aber wir müssen jetzt echt schauen, dass wir hier keinen Mist bauen. Und da oben auf der Brücke sieht schon mal ziemlich mies aus. Oh je, die haben auch noch mit Geistern verstärkt das Ganze hier. Ja, ja, und jetzt dieser schnelle Angriff hier auch noch. Ah, so ein Scheiß. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe gleich zwei Verteidigung 6 Level gespielt. Ja, wenn ich doch nur den Drachen hätte. Shit, da hätten wir jetzt... oh nein, durch einen einfachen Pfeil gestorben. Ja, seht ihr, genau so läuft's. Genau so läuft's, jetzt sind wir wieder auf Platin 1, wo wir schon waren. Und wir haben immer noch nicht diese eine einzige Runde gewonnen, die ich gebraucht hätte, um den Auftrag zu erledigen. Ja. Okay, ein Spiel noch. Ich weiß, ich wollte so lange spielen, bis ich diese eine Runde gewonnen habe, aber... wenn dieser Tag einfach nicht kommt, dann... werde ich jetzt hier auch nicht ewig weiterspielen, stundenlang. Let's go! Tja. All will despair and come to you. Das ist dann insgesamt schon die dritte Niederlage in Folge im Mannschaftskampf, das will ich nur nochmal betonen. Wir hatten ja zwischendurch mal auf den Einzelkampf gewechselt, aber wenn wir nur den Mannschaftskampf betrachten, sind das jetzt 3 Niederlagen in Folge. Da kann ich jetzt nicht sehr viel machen. Die sind verloren, die beiden. Oh Mist, der Drache wird jetzt meine Drohnen erledigen. Aber den Seelenlieb können wir jetzt hier gut einsetzen. Ah, leider hat er jetzt nicht so viel umgebracht, wie ich wollte. Weil der unsichtbare Drache unseres Mitspielers ihm das abgenommen hat. Aber na gut, was soll's. Was? Wieso? Wieso hat der Kettenblitz nicht funktioniert? Ihr habt doch gesehen, der Kettenblitz war direkt auf die... Alter, das war doch jetzt Bullshit, oder? Der hat genau die Drohne getroffen, aber hat überhaupt keinen Schaden eingerichtet, weil überhaupt nichts. Der hätte sich durch die beiden Drohnen und zum Turm fortpflanzen müssen, mindestens, und dann noch zu diesem kleinen Geschütz, das davor stand eigentlich. Und er hat einfach nicht gezündet. Also, na toll, das waren jetzt 4 Mana rausgeworfen. Also sowas sollte nicht passieren. Da sollte der Entwickler nachbessern. Das muss uns jetzt noch nicht unbedingt hier wahnsinnig viel kosten, außer eben 4 Mana, wie gesagt. Aber das ist es noch nicht, dass uns unbedingt hier den Sieg kostet, aber trotzdem. 4 Mana zu verschwenden, das kann schon auch mal spielentscheidend sein. Vor allem im Einzel. Im Doppel sollten wir jetzt eigentlich noch irgendwie durchkommen können. Ja, leider haben wir jetzt die Brücke da drüben verloren. Weil unsere Scharfschütze ewig brauchen zu feuern. Aber na gut. Oh nein.
Und da hat sie es mit unserem Scharfschützen. Ja, im Moment kann ich gar nicht viel machen. Okay, der Typ ist jetzt gleich weg. Was machen wir mit den Drohnen? Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, schade. Immerhin, mein Seelenlieb konnte so ein bisschen was futtern. Und ich schau mal, dass wir schnell wieder die Brücken einnehmen. Oh, ich habe zu viel Mana. Hoffentlich. Ja, diesmal hat er funktioniert, der Kettenblitz. Allerdings ist er nicht so weit gekommen, wie ich geplant hatte. Ich dachte, er würde auch noch durch die anderen Einheiten. Oh, Mist! Mist, die hätte ich jetzt nicht dahin spielen dürfen. Naja. Immerhin, wir haben die Brücke dadurch behalten. Ja, gut, für 2 Sekunden. Wir sind nach wie vor in Führung, das ist das Gute. Leider habe ich jetzt gerade eben nichts auf der Hand, um hier diese Viecher aufzuhalten. Außer eben die Skelette. Ich meine, das ist ja auch was. Besser als gar nichts. Und wir haben die Brücke da drüben wieder geholt. Könnte schlimmer sein, also. Mit denen dürften wir auch fertig werden. Das dürfte jetzt nicht so das ganz große Problem sein. Ah, schade, wir haben den Scharfschützen verloren. Und den Seelenlieb werden wir wahrscheinlich auch verlieren, oder? Ja, tatsächlich. Ah, das ist blöd. Aber wir machen ganz gut Druck. Und oh, verdammt, ich habe schon wieder zu viel Mana. Ja, eigentlich hätte ich da jetzt keinen Lebensdiebstahl gebraucht, aber was soll's. Spielen einfach mal den Drachen. Ach Mist. Ja gut, die untere Brücke können wir jetzt gerade eben nicht wirklich einnehmen, aber wir haben gewonnen. Damit haben wir endlich diesen Auftrag erfüllt. Also zumindest noch einen versöhnlichen Schluss für diese Episode hier. Aber ihr seht, es ist schwierig im Moment. Schwierig im Mannschaftskampf voranzukommen. Einzel haben wir jetzt heute nicht viel gespielt. Aber auch da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Also naja. Nicht die erfolgreichste Episode sicherlich. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange die Saison noch geht, ob jetzt heute schon vorbei ist oder ob sie noch 15 Tage geht, wie es hier steht. Also letztes Mal war dieser Countdown zugleich auch der Countdown. Also es geht ja eigentlich um Turniere, aber letztes Mal war der Countdown auch der Countdown für die Saison. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Keine Ahnung. Also wenn wir noch 15 Tage Zeit haben, dann schaffen wir vielleicht hier noch ein bisschen was. Immerhin sind wir jetzt in beiden Disziplinen im Moment auf Diamant, aber das könnte sich beim Mannschaftsrang mal schnell wieder ändern. Ja, also wenigstens in einer von beiden, in einem von beiden Modi will ich schon noch auf Meister kommen eigentlich. Es sei denn natürlich, die Saison endet heute mit dem Ende des Monats, dann war's das. Gut, das werden wir dann sehen in der nächsten Episode. Dann sage ich Tschüss und hoffentlich bis bald, euer Grimnoir.